In unserem Forschungsprojekt arbeiten wir daran, Polyhydroxybuttersäure, das ist ein natürliches Polyester, zu modifizieren und neue Varianten von Polyhydroxybuttersäure bereitzustellen. Dazu designen wir neue Enzyme, die in der Biosynthese dieses Polymers eingreifen und eine Variation in die Polymerkette einbauen, wodurch die Kristallinität und die generellen Kunststoffeigenschaften variiert werden. Durch diese Veränderung der Eigenschaften ließe sich Polyhydroxybuttersäure besser industriell einsetzen und wäre somit eine umweltfreundliche biologische Alternative zu dem Kunststoff Polypropylen, dem nach Umsatz zweitwichtigsten Kunststoff der Welt. Wenn wir neue Enzyme gefunden haben, die die Biosynthese der Polyhydroxybuttersäure verändern können, dann werden wir diese in Organismen, Mikroorganismen einbauen, damit wir die neuen Polyester in größeren Mengen herstellen können. Und mit diesen größeren Mengen können wir dann in die Kunststofftechnik gehen. Das heißt, wir werden durch Kompoundierung mit anderen Kunststoffen oder mit verschiedenen Additiven neue Werkstoffe erzeugen.